Eine Kinderoper zu inszenieren ist immer eine schöne Herausforderung, weil natürlich Kinder ein sehr direktes, klares Publikum sind. Die reagieren sofort. Das heißt natürlich, wenn es ihnen gefällt, mit Lachau oder auch alleine nur, dass sie zuhören. Natürlich, wenn es ihnen nicht gefällt, dass sie sehr, sehr schnell abschalten. Und ich finde immer, wenn man eine Kinder, also wenn ich eine Kinderoper inszeniere, es ist immer wichtig, das Kind in mir auch wieder herauszuholen und mit diesem Blick auf die Szene zu schauen. Gleichzeitig möchte ich aber auch immer gerne die Eltern oder die Großeltern, die Begleiterinnen, Begleiter mit abholen, weil ich finde, es muss für alle ein Humor und eine Erzählweise drin sein. Besonderheit nicht, es ist halt einfach immer spannend, mit den Berlinern zu arbeiten, weil es ist einfach toll, wenn der erste Geiger dort sagt, ich habe eine Strohgeige, also wir haben zwei Strohgeigen mit dabei, und sagt, ich habe da auch noch nicht drauf gespielt, und er macht es und hat es sich mit nach Hause genommen und beschäftigt sich damit. Und wenn man das erste Mal im Orchester hört, denkt man, er ist vertraut mit diesem Instrument. Es ist einfach dieses Schöne, dass diese Neugierde und diese Begeisterung da ist. Und wir hatten ja in Berlin schon eine halbszenische Aufführung und es war einfach toll, mit welcher Konzentration die auch mit dem Blick auf der Szene waren, die Berliner. Das war sehr schön. Die junge Sängerbesetzung, es macht einfach Spaß. Sie sind neugierig, sie haben Lust. Klar, man schaut natürlich manchmal nochmal, brauchen sie etwas mehr Unterstützung als vielleicht erfahrene Sänger, gerade in der Szene, aber dafür ist diese Arbeit auch da. Also deswegen eine Herausforderung. Es ist immer jedes Mal spannend, ein Team zusammenzubauen für eine Oper, Kinderoper, um dann zu sehen, wie dieses Team letztendlich auf der Bühne gemeinsam agiert. Wir haben ein gutes Team zusammenbekommen von Sängern und wir merken, dass wir sehr gut miteinander kommunizieren und auch schön Spaß bei Proben haben, Sachen ausprobieren können. Und die Geschichte alleine ist spannend. Es ist eine Rittergeschichte. Ein Junge ist der Auserwählte. Er geht letztendlich seinen Weg als Held in der Begleitung seiner Freundin Kundry, die auch von einem Zauberer Klingsor, Anführungsstriche, ne, eingesetzt wird für das Böse. Geht er seinen Weg und sucht seine Herausforderungen. Und das macht eigentlich Spaß zu erforschen. Was sind die Körperlichkeiten dieses Parsivals? Wie reagiert er auf Sachen? Wie geht er mit etwas um? Um das letztendlich den Kindern plastisch zu zeigen und zu sagen, ja, ihr werdet auch euren Weg gehen. Eure Persönlichkeit wird irgendwann geprägt sein. Ihr seid so oder so auch gewisse Leute, die ausgesucht sind.